Sehr geehrter Herr Staatssekretär Bartle, meine Damen und Herren aus dem Deutschen Bundestag und aus dem Bayern-Pfälzischen Landtag, Herr Landtag TPE, Herr Verbandsbürgermeister, meine Damen und Herren Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister, auch ich darf Sie recht herzlich heute Morgen hier zur Verkehrsfreigabe eines Teils der B10 willkommen heißen. Ja, und das hat der Staatssekretär Bartle ja in seiner Ansprache deutlich gemacht. Die B10 ist eine wichtige Verbindungsstraße. Es ist ja eine der meistbefahrensten Straßen hier in der Pfalz und sie ist eine pulsierende Verkehrsader, was man auf der Helfer dann auch entsprechend erleben durfte. Und sie verbindet letztendlich die Stadt Pirmasens mit dem Umland, mit der Südpfalz und letztendlich die Verbindung in die Region hinein. Und je nach Streckenabschnitt, wenn man das bewertet, gibt es zurzeit eine tägliche Fahrzeugaufkommen von 16.000 bis 32.000 Fahrzeuge und die Prognose sagt ja noch mehr entsprechend voraus. Und deswegen ist es wichtig, dass man an der B10 die Ausbaumaßnahmen dann Stück für Stück fortsetzt. Es ist eine bedeutende Straße, die täglich von vielen Bürgerinnen und Bürgern und Pendlern dann auch benutzt wird und sie ist natürlich auch eine Straße, die durch den geschätzten Pfälzerwald dann auch führt. Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass man mit dem Ausbau, mit Augenmaß an diese Strecke dann auch entsprechend herangeht, um vielen Beteiligten dann auch ein Stück gerecht zu werden. Das ist im Leben nicht einfach, durchaus schwierig, aber ich denke, das, was heute wir auch entsprechend dann auch umsetzen oder auch freigeben können, ist durchaus gelungen. Es ist nicht immer einfach und ich weiß, dass ein leistungsfähiger Ausbau der B10 für diese Region eine erheblich verbesserte Verkehrsanbindung bedeutet und es ist wichtig, dies auch umzusetzen, um an die pulsierende Metropolregion und insbesondere entlang der Rheinschiene darüber hinaus die notwendige Verbindung zu schaffen. Ich darf daher zu dieser heutigen Verkehrsfreigabe auch die herzlichen Grüße unserer Ministerpräsidentin Manu Dreyer und unseres Infrastrukturministers Roger Lewins übermitteln, die herzlichen Glückwünsche, aber insbesondere, Herr Staatssekretär Bartle, den herzlichen Dank an Sie und letztendlich an die Bundesregierung, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin nochmals deutlich zum Ausdruck bringen möchte. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön. Und lieber Bartle, innerhalb weniger Wochen ist es ja für uns beide gemeinsam die dritte Verkehrsfreigabe. Die Brücke in Wolf an der Mosel, die Umfahrung oder Ortsumgehung in Altenborn, auch ein langjähriges Entwicklungsprojekt mit dem letzten Teilabschnitt und heute ein weiterer Teilabschnitt der B10 und ich bin Ihnen soweit dankbar, dass durch Ihre Anwesenheit, auch durch Ihre Worte sehr deutlich dann auch gemacht worden ist, wie wichtig diese Infrastrukturmaßnahme hier in der Pfalz dann auch entsprechend ist. Wir sind heute in der Lage, die 2,5 Kilometer lange und erste Teilabschnittbereich Walmersbacher Kupp und Hinterweidenthal dann auch entsprechend freizugeben. Und wir wissen, dass dies eine besondere Maßnahme ist, mit der neuen Grünbrücke viel diskutiert, denke ich auch entsprechend dann auch gelungen. Und dazu gehört natürlich auch vieles, was im Rahmen des Wildschutzes dann auch getan worden ist. Und wichtig ist auch, wenn man die Erdbewegung sieht, dass rund 500.000 Kubikmeter Erdaushub, die angefallen sind, wieder entsprechend eingebaut worden sind. Auch das ist die Thematik der Nachhaltigkeit. Einhergehend mit den landespflegerischen Ausweichungs- und Ersatzmaßnahmen oder der Renaturierung des Walmersbachers, die Waldaufforstung und die Sicherung von alten Holzbeständen. Auch das ist wichtig, Entwicklung, Verkehrsinfrastruktur dann auch naturgemäß entsprechend dann auch umzusetzen. Wir freuen uns natürlich auch, dass es weitergeht mit dem zweiten Bauabschnitt und damit ist die 3,8 Kilometer lange Ausbaulücke zwischen Walmersbach und Hinterweidenthal und so weiter dann auch gemeint. Der zweite Bauabschnitt voraussichtlich 2019 dann auch entsprechend im Abschluss ist ein wichtiger Abschluss eines Lückenschlusses und dann erreichen wir einen durchgehenden vierstreifigen Ausbau der B10 zwischen Hinterweidenthal und der A8 bis Pirmasens mit rund 18 Kilometern. Ja, das hat was mit Verkehrsqualität zu tun, das hat was mit Verkehrssicherheit zu tun und das hat allerdings aber auch mit Wohnqualität zu tun, insbesondere im Hinblick auf Hinterweidenthal. Bei so einem so großen Projekt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie diesen ist es nicht immer einfach, allen Beteiligten und allen Stimmen dann auch entsprechend gerecht zu werden. Ich bedanke mich für das Verständnis und letztendlich auch
dass es gelungen ist, das Spannungsfeld zwischen einer guten, leistungsfähigen Infrastruktur im Angesicht natürlich auch der Entwicklung in dieser Region und auch der örtlichen Gegenläufe dann auch hinzubekommen. Lieber Herr Kollege Bader, Sie haben die 22 Millionen genannt und wenn man den gesamten Bauabschnitt sieht, dann sind das 41,5 Millionen. Auch das ist eine gewaltige Anstrengung und es ist ja nicht immer nur eine Straße, es sind letztendlich in dem Gesamtwerk 17 Bauwerke, die zu entsprechend zu vollenden sind. Und somit auch nochmals meinen recht herzlichen Dank an den Baulastträger des Bundes. Und wir sind natürlich alle gespannt, weil wir natürlich auch Bedarfe angemeldet haben, auch für den Bereich der B10. Auf das Ergebnis des Bundesverkehrswegeplans. Deswegen, meine Damen, Bundestagsabgeordnete, nehmen Sie den Wunsch dann auch entsprechend mit, nicht nur für diese Region. Das Land Rheinland-Pfalz ist groß. Ich habe die Beispiele der Eröffnung dann auch eben genannt, dass wir dort im Rahmen der Infrastruktur ein Stück weiterkommen. Wir wissen, dass wir im Wettbewerb stehen. Über 2000 Projekte sind im Bundesverkehrswegeplan dann auch entsprechend angemeldet. Aber wer nicht kämpft von vornherein, hat schon verloren. Deswegen sollten wir gemeinsam dafür vieles tun, dass viele Projekte dann letztendlich, die wir angemeldet haben, in Rheinland-Pfalz in den Bundesverkehrswegeplan dann auch kommen. Es ist notwendig, diese Vielzahl von Projekten dann auf den Weg zu bringen. Es ist deswegen notwendig, eine gute Mitte zu finden zwischen Wohnqualität für Verbesserung der Infrastruktur, für die Haltung Natur und Landschaft. Und ich denke, auch das haben wir bewiesen, dass mit einer zielgerichteten, zukunftsweisenden Politik auch in diesem Bereich, in einem ländlich geprägten Rheinland-Pfalz, vieles dann auch möglich ist. Insoweit nochmals, lieber Herr Kollege Bartel, recht herzlichen Dank an den Bund, verbunden mit den besten Wünschen für eine gute Entscheidung im Herbst dieses Jahres. Und ich möchte mich recht herzlich auch bedanken bei den Bauarbeitern, bei den Firmen, bei den Grundstückseigentümern, auch das ist immer nicht einfach, da Lösungen zu finden, bei den Ingenieuren, bei den Planern, bei den Vertretern der Kommunen. Ich will auch nochmal recht herzlichen Dank an unseren Landesbetrieb Mobilität dann auch sagen, an Sie, Herr Erdl, vom LBM Speyer, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Planung, für die Ausschreibung, Vergabe und die Bauabwicklung. Und so habe ich die Information, dass ja mit dem heutigen Tage Günter Just vom LBM entsprechend ausscheiden wird, heute nach 37 Jahren, der nicht nur eng verbunden war mit dem LBM, sondern eng verbunden war und ist mit dem Ausbau dieser B10. Und vielleicht hilft er ja noch ein Stück im Hintergrund dann auch entsprechend weiter, dass einiges dann auch entsprechend vorangeht. In diesem Sinne, vielen Dank, schließe ich auch alle Anwohnerinnen und Anwohner und Verkehrsteilnehmer mit ein, die Verständnis für Behinderungen, für die Baumaßnahmen auch entsprechend haben. Es war notwendig und es ist gut, weil diese Maßnahme für Sie, für die Mobilität, für die Lebensqualität eine wichtige Maßnahme ist. Und wir wünschen uns allen, dass natürlich mit einer schönen Straße umsichtig gefahren wird und dass sie unfallfrei dann auch so viel wie möglich bleiben wird. In diesem Sinne alles Gute und herzlichen Dank, gute Zukunft. Für die Fans.